kommt rechtzeitig. Unser Freund Swoops macht heute mit uns einen Rundflug durch die Wolken. Haltet euch gut fest, Leute. Vor uns kommen noch viel mehr Wolken. Ja, Wahnsinn, unglaublich, Freunde. Wir sind mitten in einer Wolke. Ja, seht mal her. Wolken bilden sich aus winzigen Wassertropfen. Die sind so klein, dass sie schweben können. Und all diese Tropfen zusammen bilden eine Wolke. Was kann es Schöneres geben, als durch die Wolken zu fliegen? Ja! Wir können Wolken sehen, die aus Wassertropfen bestehen. Hier sieht ein jedes Kind, wie unterschiedlich Wolken sind. Und Wassertropfen in der Luft. Auf grau, auf weiß, wer hätt's gedacht? Aus Wassertropfen sind sie gemacht. Oh, 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 oh. Wolken sind aus kleinen Wassertropfen in der Luft. Regenwolke, Schäfchenwolke. Aus Wassertropfen sind sie gemacht. Oh oh, das sieht gar nicht gut aus. Oh, vor uns braut sich ein Gewitter zusammen. Fliegen wir lieber zurück. Oh, Augenblick mal. Da ist wohl jemand in Schwierigkeiten. Das hört sich an wie ein kleiner Vogel. Wo ist der Vogel? Da ist er. Der kleine Vogel ist in der Gewitterwolke gefangen. Oh nein, er braucht Hilfe. Halte durch, kleiner Vogel. Ich komme. Swoops kommt und rettet dich. Ja, Swoops. Jahu! Keine Sorge, kleiner Vogel. Ich hol dich aus der Gewitterwolke raus. Geschafft! Wir haben ihn, Swoops. Und jetzt raus aus der Wolke. Haltet euch gut fest, Freunde. Es könnte holprig werden. Ja. Hui, der Wind wird ja immer stärker. Oh, daneben. Oh, der Ast hat Swoops Rotor getroffen. Er lockert sich. Rostfleck, der Rotor fliegt davon. Das bedeutet nichts Gutes. Alles in Ordnung mit dir? Ach, ich glaube schon. Was ich nicht verstehe, wieso konnte ich denn ohne Rotor nicht mehr weiterfliegen? Hier, sieh mal. Wenn dein Rotor sich dreht, drückt er die Luft nach unten und hebt dich hoch. Aber wenn du keinen Rotor hast, kommst du nicht nach oben und kannst nicht fliegen. Oh nein! Ich kann nicht fliegen? Aber ich muss doch fliegen. Ich bin doch zum Fliegen da. Keine Sorge, Swoops. Dein Rotor muss ja irgendwo sein. Und wir holen ihn dir zurück. Dann kann ich ihn wieder anmontieren und du kannst wieder fliegen. Als wäre nichts passiert. Das wäre fantastisch. Aber mein Rotor ist ziemlich schnell davon geflogen. Wie wollt ihr ihn denn einholen? Ich weiß wie. Wir machen aus Blaze einen Rennwagen. Ja, wenn ich ein Rennwagen bin, dann kann ich super schnell fahren. Dann mal los. Wir entwerfen jetzt einen Rennwagen. Glatte Reifen. Ein Motor mit Turboantrieb. Und eine aerodynamische Form. Also, damit aus mir ein Rennwagen wird, ruft Rennwagen. Rennwagen! Oh, ja! Juhu! Du siehst toll aus. Halte durch, Swoops. Wir holen dir deinen Rotor wieder zurück. Ja! AJ, drück auf die Tube. Ja! Los, Blaze! Sieh mal, Blaze. Da fliegt Swoops Rotor. Hinterher, AJ. Hoppla! Ui!
Schon Rost! Die Straße endet hier! Oh nein, der Rotor fliegt wieder davon! Aber wir müssen ihm doch irgendwie folgen können. Hey, sieh doch mal! Ein Knopf! Wofür kann der sein? Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Wow! Ich habe noch nie eine Rennstrecke gesehen, die so weit nach oben geht. Ja, sie führt über die Berge und direkt durch die Wolken. Das ist eine Himmelspiste. Kommt mit, wenn wir die Himmelspiste nehmen, dann können wir auch Swoops Rotor einholen. Bereit? Und los! Jetzt kann es losgehen, jetzt kann es losgehen. Wir heben ab und haben viel Spaß. Und jetzt wollen wir den Gang hochschalten. Und jetzt sind wir nicht aufzuhalten. Wir geben Gas, auf geht's und los. Ja, wir heben ab, hier kommen wir. Auf geht's! Hey, das kitzelt. Halt doch still, ich bin gleich fertig. So, jetzt bist du wieder sauber. Juhu, ich sehe so gut aus, ich könnte vor Freude glatt fliegen. Fliegen. Oh. Tut mir leid, Swoops, du kannst erst wieder fliegen, wenn du deinen Rotor hast. Ach, ja. Aber keine Sorge, unsere Freunde holen dir den Rotor zurück. Keiner ist schneller als Rennwagen Blaze. Hey, seht doch mal, die Piste wechselt die Farben wie ein Regenbogen. Und seht euch mal die Wolken vor uns an. Sie fangen an zu regnen. Wenn sich die Wassertropfen in der Wolke zusammendrängen, werden aus ihnen noch größere Tropfen. Tropfen, die so schwer sind, dass sie als Regen aus der Wolke fallen. Wenn es so stark regnet, dann wird die Fahrbahn davon super rutschig. Um den Rotor einzuholen, müssen wir Blaze helfen, um die Pfützen herumzufahren. Kommt mit! Sucht nach der Farbe, auf der keine Pfützen zu sehen sind. Auf welcher Farbe sollen wir fahren? Auf Rot, ja! Auf Rot gibt es keine Pfützen. Fahr da entlang! Hier fährt sich's gut! Ja! Ja! Macht euch bereit! Da vorn kommen wieder Pfützen. Auf welcher Farbe müssen wir fahren, um Pfützen zu vermeiden? Auf Grün! Sehr schön! Ja! Auf welcher Farbe sollen wir jetzt fahren? Auf Orange! Ja! Woo! Ja! Ja! Wir haben den Regen gleich hinter uns. Und auf welcher Farbe sollen wir jetzt fahren? Auf Blau! Ja! Toll, wie ihr mir geholfen habt, an den rutschigen Pfützen vorbeizukommen. Hörst du das auch, Blaze? Klar höre ich das auch. Das klingt wie der Rotor! Kommt mit, wir müssen uns beeilen. Swoops verlässt sich auf uns. Rennwagen, drück aufs Gas! Wahnsinn! Sieh uns mal an, Crusher. Wir sind jetzt zwei Rennwagen, die genauso schnell fahren wie richtige Rennwagen. Und lauter Rennwagen-Dinge tun wie richtige Rennwagen. Warte mal, Vicky. Es ist zu heiß hier draußen. Ich muss mich mal abkühlen. Hey, ich weiß, wie wir uns abkühlen können. Mit dieser winzig kleinen Regenwolke. Crusher, du musst zu mir unter die Regenwolke kommen. Hier ist es so herrlich kühl.
Himmel. Die Regenwolke ist mir zu klein. Die macht nicht genug Regen für mich. Ich brauche eine dicke, fette Regenwolke, aus der ganz viel Regen fällt. Oh, okay, klar, aber wo willst du denn so eine dicke, fette Wolke herkriegen? Dann pass mal gut auf. Ich mache mir einfach eine riesengroße Roboterwolke. Oh. Die ist perfekt. Dieses Prachtstück wird massenhaft Regen auf mich regnen. Stimmt's, Robowolke? Lass es regnen. Ich kann's kaum erwarten, mich abzukühlen mit einer herrlich kühlen... Was? Waffel? Nein, nicht. Sieh mal, es schneit. Wenn Wassertropfen in einer Wolke ganz, ganz kalt werden, dann gefrieren sie und werden zu Eis. Und wenn die Eisteilchen zusammenkleben, werden sie so schwer, dass sie runterschweben. Und das ist Schnee. Blaze, sieh mal davon! Swoops Rotor! Komm mit, AJ. Wir folgen ihm weiter. Der Rotor schlägt Schnee von den Bergen ab. Und das verursacht eine Lawine! Das war knapp. Wir müssen uns was einfallen lassen. Swoops Rotor fliegt schon wieder davon. Hey, ich hab eine Idee. Wir benutzen diesen riesigen Eisblock einfach als Rampe. Wenn wir schnell genug auf diese Rampe fahren, dann können wir über den Schneehaufen springen. Ja, lass es uns versuchen. Um über den ersten Schneehaufen zu springen, müssen wir so schnell fahren. Welche Zahl ist das? 9! Ja! Helft mir, auf 9 zu beschleunigen. Zählt mit uns bis 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Wir haben es geschafft! Mach dich bereit, Blaze. Vor uns liegt der nächste Schneehaufen. Und der ist sogar noch größer. Um über diesen Haufen zu springen, müssen wir noch schneller fahren als 9. Wir müssen bis zu dieser Zahl beschleunigen. 14! Zählt mit uns bis 14. Fangt bei 9 an. 9, 10, 11, 12, 13, 14! Gut gemacht! Wir haben es über den nächsten Schneehaufen geschafft. Jetzt müssen wir nur noch einmal springen. Boah, das ist der bisher größte Schneehaufen. Um über den letzten Haufen zu springen, müssen wir auf diese Zahl beschleunigen. 20! Zählt mit uns bis 20. Fangt bei 14 an. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Wow! Ja! Wir haben's geschafft! Seht doch mal, wir haben's geschafft, über alle Schneehaufen zu springen. Los, weiter geht's. Lasst uns den Rotor für unseren Freund Swoops einfangen. AJ, drück auf die Tube! Pinky und die Wolke, kleiner Freund. Ich plansche in der Pfütze und hab viel Freude. Ich spiele gern im Regen. Hey, Crusher! Bist du dir sicher, dass du nicht mit mir unter der kleinen Wolke spielen willst? Bei uns regnet's auch. Nein, ich will nicht unter dieser winzigen Wolke spielen. Ich hab ne dicke, fette Robowolke, aus der gleich ganz viel Wasser regnet. Hast du das gehört, Robowolke? Ich will Wasser! Und zwar viel davon! Okay, dann lass es mal regnen! Augenblick mal, das ist doch kein Wasser. Das sind Babyfläschchen! Oh.
Blaze, jemand ruft an. Es ist Gabby. Blaze, AJ. Hey, Gabby. Na, wie geht's, Swoops? Naja, er ist ziemlich traurig. Seht mal. Entschuldige, kleiner Freund. Ich würde ja gern mit dir fliegen, aber ich bin immer noch kaputt. Keine Sorge, Swoops. AJ und ich fangen deinen Rotor ein und bringen ihn dir zurück. Das versprechen wir dir. Danke, Blaze. Ich weiß, wenn mir überhaupt jemand helfen kann, dann ihr zwei. Viel Glück. Augenblick mal. Das klingt doch nach dem Rotor. Seht nur, da fliegt er. Ah, Rotor. Diesmal wirst du uns aber nicht wieder entkommen. Rennwagen, drück aufs Gas. Juhu. So ein Rost. Seht nur, Swoops Rotor fliegt direkt durch diese Wolken hindurch. Aber das sind Gewitterwolken und dort entstehen gewaltige Blitze. Ein Blitz entsteht, wenn die Wassertropfen in der Wolke gegeneinander stoßen. Durch das Gegeneinanderstoßen entsteht eine Energie, die elektrische Ladung heißt. Und diese elektrische Ladung schießt dann als Blitz aus der Wolke. Boah. Wenn wir den Rotor von Swoops einholen wollen, müssen wir uns von den Wolken fernhalten, die innen elektrisch aufgeladen sind. Das sind die Wolken, aus denen Blitze kommen. Vorsichtig, Blaze! Vor uns sind zwei Wolken! Seht genau hin. Welche Wolke ist elektrisch aufgeladen? Diese Wolke, ja! Schnell, nimm den anderen Weg, Blaze! Das wäre geschafft. Wir sind den Blitzen ausgewichen. Da sind wieder zwei Wolken, direkt vor uns. Welche Wolke ist elektrisch aufgeladen? Diese Wolke! Juhu! Ja! Macht euch bereit, da sind noch mehr Wolken. Welche Wolke ist elektrisch aufgeladen? Diese Wolke! Wir haben es geschafft! Und seht mal, da ist der Rotor. Er fliegt direkt vor uns. Oh, aber er ist schon fast am Ende der Himmelspiste. Das ist unsere letzte Chance. Wir müssen uns den Rotor schnappen, bevor die Himmelspiste endet. Wir brauchen Turbo-Speed. Damit ich turbo-schnell werde, ruft Gib Speed! Gib Speed! Wir haben ihn! Halte durch, Swoops! Wir kommen! Was ist denn, kleiner Vogel? Oh, Swoops! Sieh nur! Es ist Blaze! Und er hat meinen Rotor! Großartig! Und jetzt setz ihn ganz genau hier ab! Langsam und vorsichtig! Ein Rotor kommt sofort! Perfekt! Okay, Swoops. Und jetzt schön stillhalten, während ich ihn wieder befestige. Das war's, Swoops. Jetzt fliegt dein Rotor ganz bestimmt nicht mehr weg. Na los, Swoops, schmeiß den Rotor an. Okay, es geht los. Es funktioniert. Seht mich an, seht mich an. Ich kann fliegen. Swoops fliegt wieder. Juhu. Juhu. Ja, sehr gut. Ich fliege. Juhu. Dusche mich im Regen, haha, da werd ich sauber und fein. Dank meinem Kumpel, der kleinen Wolke. Aus
dieser Mini-Wolke könnte nie genug Wasser auf mich regnen. Gut, dass ich eine dicke, fette Robo-Wolke habe, aus der massenhaft Wasser regnet. Also dann, Robo-Wolke, fang an. Ich will das ganze Wasser, das in dir steckt. Also, lass es regnen! Jetzt kommt das Wasser, Picky! Hey, Augenblick mal, das ist kein Wasser. Das sind Spaghetti! Das ist aber ein leckerer Regen. Lecker!